Was kann ich für dich tun, Bruder? Ein Döner und ein Lachmann-Schuhn zu mitnehmen. Okay, ich mache ihn fertig. Einen Moment. Wow, wie viele Leute wollen denn heute meinen Döner haben? Das überzeugt mich schon. Ich glaube, ich habe wirklich den besten Döner in der Stadt. Oh Mann, das dauert aber lange. Kann es mal nicht ein bisschen schneller gehen? Nur Geduld, junge Frau, nur Geduld. Ich beeile mich ja schon. Döner machen ist keine einfache Sache. Das ist eine Kunst. Die musst du mit Liebe machen. Wieso verkauft eigentlich Ali vor unserer Haustür? Ich habe ihm den Platz angeboten. Ist doch nicht so schlimm, Carmen. Aber mal was anderes. Emma hat ja letztens erzählt, dass Milch Gift wäre. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, Gift ist vielleicht übertrieben, aber wir essen schon ziemlich viel Milch und Fleisch. Das stimmt. Man bekommt ja auch immer mehr mit, dass überall vegetarische und vegane Sachen angeboten werden. Da hast du recht. Und ich habe mir letztens eine Doku angeschaut. Guck mal diese hier. Okay, und was wurde in der Doku erzählt? Dass übermäßiger Fleischkonsum nicht so gut für unseren Körper ist. Eigentlich sind wir auch gar nicht dafür gemacht, Fleisch zu essen. Unsere Zähne sind eher dafür da, dass wir viele Pflanzen und andere Sachen und Gemüse natürlich essen. Okay, willst du jetzt kein Fleisch mehr essen? Ich denke, ich mache mal eine Pause für ein paar Tage. Moment, Bruder, ich glaube, ich habe etwas Furchtbares gehört. Bekomme ich jetzt noch meinen Lammatschuhn? Ein Moment, ich muss mich mal kurz umorientieren. Ich glaube, Stefan hat irgendwas erzählt, was ich nicht so gerne hören will. Bruder, komm mal her. Och, Ali, was gibt's denn jetzt schon wieder? Mein Instinkt hat mir gesagt, dass du irgendwas erzählt hast, was mir nicht so gefallen würde. Kann das sein? Ich wüsste nicht, was das sein sollte. Ich habe Carmen nur gerade gesagt, dass ich ein bisschen weniger Fleisch essen will. Das war's doch. Das habe ich gehört. Warum denn das, Bruder? Döner, lecker, beste Essen, was es gibt. Ali, vielleicht solltest du dir überlegen, auch mal einen vegetarischen oder einen veganen Döner anzubieten. Bruder, gibt es vegetarisches Fleisch? Natürlich nicht. Gibt es veganes Fleisch? Nein, gibt es auch nicht, aber du kannst dir doch eine Alternative besorgen. Ich weiß, der Käsedöner ist noch in Mache. Bleib geduldig, ich kümmere mich drum. Aber ein Döner ohne Fleisch, das funktioniert nicht. Oh, wenn du meinst, dann werde ich meinen eigenen Stand aufmachen. Bruder, willst du mir jetzt Konkurrenz machen? Nein, aber probier's doch mal hiermit, mit einem Apfel. Ah, du meinst eine gute Apfelsoße, das könnte ich mir mal überlegen. Aber mein Döner bleibt mit Fleisch. Frohes Schaffen noch. Mann, dauert das lang hier. Ich habe langsam keine Lust mehr zu warten. Herr Dönerverkäufer. Ich komme, junge Dame, ich komme. Ich musste mich kurz mit einem Veganer streiten. Und jetzt mache ich für jeden von euch 50 Cent günstiger, damit ihr auch alle zufrieden seid. Das Fleisch ist wieder gut. Jetzt kann's losgehen. Jetzt gibt's wieder saftigen Döner. Och, ich weiß ja nicht. Wenn ich den Döner so rieche, boah, da kriege ich schon Hunger auf Fleisch. Aber Stefan, probier's doch mal ein paar Tage aus. Kann dir bestimmt nicht schaden. Das glaube ich auch. Machst du mit, Carmen? Okay. Einverstanden. Einigen wir uns auf 5 Tage. Okay, ein Versuch ist es wert. Und vielleicht wird's mir auch schmecken. Das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt echt tolle Alternativen. Komm, dann gehen wir rein und machen uns mal einen leckeren Obstsalat. Oh ja, da habe ich Lust drauf. Das hört sich gut an. Na gut, dann lass uns gleich loslegen. Vielleicht schmeckt ja das vegetarische und vegane Essen gar nicht so furchtbar, wie immer erzählt wird. Das kann ich mir gut vorstellen. Entschuldigen Sie? Ja, was gibt's, Bruder? Haben Sie auch einen vegetarischen Döner? Wie bitte? Haben Sie auch einen vegetarischen oder einen veganen Döner? Natürlich nicht. Was denkst du denn, was dann auf das Brot kommt? Soll ich da... Sie könnten Käse drauf machen. Oh Mann, da ist anscheinend eine Nachfrage dafür da. Vielleicht sollte ich mir doch überlegen, einen Döner anzubieten, der in die Richtung geht. Gute Idee, Stefan, gute Idee. Dann werde ich mich schon bald darum kümmern. Vielleicht kann ich ja so noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Also, wie sieht's jetzt aus? Haben Sie einen vegetarischen oder veganen Döner? Noch nicht, junger Mann, noch nicht. Aber ich werde mich in den nächsten Wochen darum kümmern. Okay, dann nehme ich heute nochmal einen normalen Döner. Alles klar. Und für den Rest? Für mich auch. Für mich auch. Für mich auch. Bitte einen normalen Döner. Aber schnell, die Mittagspause ist gleich vorbei. Okay, okay, Jungs, keine Sorge. Ich bin in 5 Minuten fertig und dann könnt ihr alle zurück an die Arbeit. Und nächste Woche biete ich einen veganen und vegetarischen Döner an. Mal schauen, ob's funktioniert.